Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne diese Nachricht, die für dich ist, dir wieder mal mit auf den Weg geben. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, dir geht's gut. An dieser Stelle, wie immer, ihr wisst, ich bin ein sehr dankbarer Mensch und möchte mich wirklich gerne nochmal bedanken für wirklich eure Aufmerksamkeit, für eure zahlreichen Kommentare. Wirklich, dass ihr mir auch wirklich diesen Zuspruch zurückgibt, dass ich sehe, wie weit ihr euch weiterentwickelt, wie sehr ihr euch meine Nachrichten zu Herzen nimmt. Ich finde das ganz toll, dass ihr auch daraus lernt, dass ihr auch wirklich bereit seid, euch zu öffnen. Ja, dass egal in welchem Alter ihr seid, ob du jetzt 25 bis 35 bis 35 bis 45 oder ob du 45 bis 65 bist, das ist ganz egal. Ich danke dir wirklich dafür, dass du jeden Tag wirklich dir diese Nachrichten anhörst. Und das ist ganz, ganz wertvoll, auch zu sehen, dass du dich mit anderen teilst, wie offen du auf einmal wirst, ja, wie du Dinge anders siehst. Gerade in der weltweiten Krise, in der weltweiten Situation, wo wir alle gerade festhängen, ist es ganz wichtig, dass wir Empathie für andere zeigen. Ganz wichtig, dass wir uns auch wirklich solidaritätsmäßig mit anderen verbinden. Ja, dass wir solidarisch sind zueinander, ob wir die Leute kennen oder nicht, dass wir uns wirklich gegenseitig eine Stütze sind. Das ist ganz wichtig. Es gibt genügend Familien, die getrennt sind, ja, die wegen Auslandsaufenthalten halt einfach nicht mehr zurück nach Hause können oder weil diese Ausgangssperre herrscht, warum auch immer. Es ist einfach nur wichtig, dass du wirklich auch die Zeit sinnvoll nutzt, um was für dich, für dein Wohlbefinden, für deine Situation, für dein Leben machst und umsetzt. Und darum möchte ich dir echt an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank sagen, dass du das wirklich alles so beherzigst und offen für wirklich einen neuen Lebensweg für dich bist, damit du dein Leben wirklich friedlicher mit dir selber gestalten kannst. So viel dazu. Wir wollen mal schauen, was ist die Tagesbotschaft heute? Was ist diese Nachricht, die heute wirklich jeden Tag nur für dich ist? Was möchte das Leben dir heute sagen? Ja, guck mal, Vergebung. Wir fangen schon an mit Vergebung. Wie wundervoll. Vergebung. Heute möchte dir die Nachricht wirklich mit auf den Weg geben, dass du dich daran erinnerst, dass bestimmte Menschen und Situationen, die als Herausforderung gesandt werden, ja, wir müssen lernen, uns zu vergeben und anderen zu vergeben, bewusst und unbewusst, ja. Die wichtigsten Lehrer sind wirklich wir selber. Wir selber sind unsere wichtigsten Lehrer. Warum sage ich das? Weil wir selber aus Situationen, die wir lernen, auch an andere weitergeben können. An uns vor allen Dingen weitergeben können. Alaina, das ergibt jetzt gerade nicht so viel Sinn, doch du musst einfach wirklich bereit sein und erkennen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wirklich Vergebung zu sagen. Wirklich das Wort Vergebung in den Mund zu nehmen, in deinen Kopf reinzubringen, in dein Unterbewusstsein, in jede Zelle deines Körpers zu sagen, ich vergebe mir für alles das, was ich bewusst und unterbewusst getan habe. Und ich vergebe andere, die mir was angetan haben, bewusst oder unbewusst. Es ist ganz wichtig, dass deine Seele sich wirklich weiterentwickeln kann, wenn du nicht offenen und freien Herzens verzeihst. Ja? Egal in welcher Lebenssituation es gewesen ist. Egal, ob es mit Familie, mit Kindern, mit Partnern, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit irgendjemand auf der Straße. Egal, wer dir was angetan hat. Egal, wem du unbewusst oder bewusst was angetan hast oder was Schlechtes gewünscht hast. Vergebe dir. Solange wie du dich nicht wirklich von Herzen selbst vergibst und andere vergibst, ja, wird deine Seele nicht frei sein können. Wirst du immer wieder über den gleichen Stein stolpern. Bitte Erzengel Michael um Hilfe, ja, dich von deinen emotionalen Fesseln zu befreien und zu trennen. Ja, das ist wirklich verfahrene Situationen, Erinnerungen, ja, aus vergangenen Zeiten, aus deinem jetzigen Leben, dass es dir wirklich jede negative Energie aus diesem Leben und aus vergangenen Leben wirklich trennt, damit du frei sein kannst. Damit du diese Probleme, die in dir sind und um dich herum sind, wirklich lösen kannst. Dass du die Fähigkeit hast, diese Kraft wieder in dir zu finden, um nach vorne zu schauen. Dass du dein Leben, dein Kopf, deine Seele, dein Herz, dein Geist, dein ganzes Sein mit Liebe und Kraft erfüllst. Dass du lernst zu verzeihen. Dass du wirklich anderen verzeihst. Es ist ganz, ganz wichtig, ja, alles, was zerstörerisch in deinem Leben ist, ganz egal, ob es Gedankenmuster sind, Gefühle, Handlungen, ja, Denkweisen, es ist egal was, dass du das, was toxisch ist, negativ, was dich schadet, was dich immer wieder zu Boden zwingt, ja, was dich traurig macht, was dich emotional gefangen hält, dass du das wirklich rauslässt, dass du dich davon wirklich mit Liebe und Dankbarkeit verabschiedest. Es ist egal, wie schwer deine Situation gewesen ist, es ist egal, wie viel Schmerz du erlitten hast, es ist egal, wie viel Schmerzen du anderen Leuten zugefügt hast, ja. Eigentlich ist es nicht egal, wie viel Schmerz du anderen Leuten zufügst, das meine ich damit gar nicht. Man sollte niemandem Schmerzen zufügen. Ich meine nur, dass du unbewusst jemanden geschadet hast oder auch bewusst, dass du dir dafür verzeihst. Das ist eigentlich meine Message gewesen, ja. Bitte Erzengel Michael wirklich mit seinem großen blauen Lichtstrahl, ja. Er schenkt dir wirklich Kraft, Mut, Ruhe, Gelassenheit, Selbstsicherheit, dass er mit seinem großen blauen Lichtstrahl wirklich alle negativen Schnüren, Gedanken und Energien, vor allem Fremdenergien, von diesem Leben und jedem weiteren Leben trennt.
Ja, und noch vergangene Leben. Es ist ganz wichtig, du stehst unter dem Schutz vom Erzengel Michael. Ja, Erzengel Michael ist wirklich ein großer Krieger unter den Engeln, unter den Erzengeln. Er hat einen kriegerischen Geist. Ja, du wirst wirklich merken, wenn du wirklich daran glaubst und daran festhältst und aus vollem Herzen Selbstvertrauen, Selbstbewusstheit und mit positiver Energie, ja und mit Liebe und Güte an die Situation rangehst, wie schnell du dich Schritt für Schritt befreien wirst. Lerne wirklich in diese Vergebung zu gehen. Mache dich von allen Verletzungen, von allem Groll, von allem Zorn der Vergangenheit frei. Ja, erst wenn du das geschafft hast, kannst du auch anderen vergeben. Wenn du dir vergeben hast, kannst du auch anderen vergeben. Dein Karma, ja, wird aus deiner Chronik gestrichen. Aus deiner Chronik, deiner Seele wird es gestrichen. Das ist ganz wichtig. Ein Karma wird so getrennt. Leute, das ist ganz wichtig, dass ihr auch das mal ein bisschen überdenkt, ja. Du wirst in diese Liebe, ja, die Liebe zu deinem Herzen, wirst du spüren, indem du wirklich aufrichtig verzeihst. Alleine, warum wiederholst du das Wort verzeihen? Weil heute die Tagesbotschaft, die Nachricht, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, lautet Verzeihung. Es ist ganz wichtig, dass ganz viele von euch wirklich ein unbeschwertes Gemüt haben müssen. Ja, mehr in die Leichtigkeit gehen müssen, sich Hilfe zu holen. All diese Verletzungen, diesen Zorn, diese Schuldgefühle, ja, dieses, was sich nicht auflösen kann in dir, was dich immer wieder blockiert, so richtig gebündelte negative Energien und Emotionen und Gedanken, ja, die auf deinen Schultern lassen, deinen Inneren lassen, lass es los. Lerne auch bedingungslos zu lieben. Ja, lerne wirklich dieses Verzeihen mit Liebe zu verzeihen, mit Liebe loszulassen, dein Herz zu öffnen. Gib dem Menschen in deiner Umgebung und dir selber wirklich Liebe. Damit fängst du schon mal an, anderen und dir zu verzeihen. Das ist eine Kette. Sage dir auch immer wieder positive Affirmationen. Ich bin stark und stehe unter dem Schutz von Erzengel Michael. Ich verzeihe mir selbst und ich verzeihe den anderen. Ich bin frei. Ich bin ein gesunder und emotional befreiter Mensch. Ja, ganz, ganz wichtig. Diese Nachricht, die heute für dich ist, finde ich ganz toll, weil sie dient uns heute wirklich dazu, dass wir ein bisschen reflektionieren. Ja, dass wir mal so ein bisschen uns den Spiegel vor Augen halten, wie wir manchmal reagieren, was uns wirklich belastet. Was haben wir vielleicht anderen Leuten unbewusst oder bewusst angetan? War das wirklich das Richtige? Komm ich wirklich mit diesem Zorn, mit dieser Rache, mit diesem Missgunst, mit dem Neid, komme ich damit wirklich weiter? Wohin hat mich mein Weg bisher geführt? Was muss ich beachten? Was muss ich neu machen? Ja, wo sehe ich mich in ein paar Wochen? Wie möchte ich mein Leben verändern? Was haben mir andere angetan? Also es ist ganz wichtig, dass du wirklich anfängst, ab und zu mal den Spiegel dir vor Augen zu halten, dass du nicht ungerecht wirklich kritisierst oder andere Leute verurteilst. Urteile aber auch nicht über dich so einfach. Ja? Setze dir wirklich ein faires Urteil mit dir selber. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Lerne dich selber wirklich besser zu kennen. Es ist auch eine ganz tolle Nummer, dass du in dieser ganzen Geschichte, wo ich dich hier gerade sehe, ja, für mich ist es bemerkenswert und es zeigt mir wirklich, wie wichtig das ist, dass ich meine Aufgabe, meine Gabe, meine Mission im Leben, die Gott für mich vorherbestimmt hat, wirklich zu Ende bringe und mit ganz viel Liebe mache. Es ist die richtige Entscheidung gewesen, nach so vielen Jahrzehnten, ja, wo ich schon meine Gabe habe und auch wirklich in die Welt getragen habe, mich dazu entschlossen habe, meinen YouTube-Kanal zu machen, um wirklich anderen Leuten eine große Unterstützung zu sein. Und ich sehe hier eine Veränderung. Viele von euch machen sich das zu Herzen und viele von euch haben einen großen emotionalen Verlust, einen großen emotionalen Schmerz, ja, wo die wirklich auf den Funken der Menschlichkeit warten, wo man diese emotionalen Ketten sprengen kann und einfach nur nach vorne schreiten kann. Und da komme ich ins Spiel. Da bin ich bereit, dir zu helfen. Ganz, ganz, ganz super gerne sogar. Und ich erfreue mich daran, ja. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich es mich macht, dass ich euch wirklich eine Bereicherung sein kann, dass ihr euch das wirklich zu Herzen nimmt, dass ihr lernt, euch zu kommunizieren. Ich sehe auch, viele von euch habt schon eine große Kommunikation angefangen, ja? Ihr seid schon fortgeschritten, ihr habt wirklich schon gelernt, worauf es im Leben ankommt. Und das ist so wundervoll, dass ihr euch Hilfe gesucht habt, sei es durch Familie, durch Freunde, durch Psychologen, durch Therapeuten, ja? Dass ihr wirklich in diese Kommunikation gegangen seid, dass ihr angefangen habt, wirklich euch von Falschheiten zu trennen, ja? Sei es durch Sachen, die du vielleicht immer wieder falsch gemacht hast, Sachen, die du vielleicht mit Rache gemacht hast, Sachen, die du vielleicht in Verbindung gebracht hast mit Dingen, die dir Schlechtes widerfahren worden ist, sodass du dich rächen wolltest, ja? Dass du gelernt hast, das umzusetzen, dass du der Herr, die Herrscherin deiner Worte bist,
dass du weißt, dass du dich gewillt auszudrücken hast und ausdrücken kannst. Ich sehe hier wirklich viele von euch, die einfach in diesem Zyklus schon drinne sind, ja, des Wachstums. Darum ist es auch ganz toll, diese Videos, die ich jetzt aufzeichnen werde, mit dem spirituellen Wachstum, mit deiner Gabe, mit deinen Blockadenlösungen, ja, dass du die auch wirklich immer wieder verfolgst, dass du dir alle meine Videos, so wie deine Intuition dich zu meinem Kanal, zu Alaina leitet, die dir immer wieder anschaust. Und wenn du dir 50 Mal hintereinander anschaust, so lange, bis dass du wirklich begreifst, was dir meine Message wirklich sagen will. Aber bedenke auch, dass das, was du gerade im Leben durchstehst, ja, kommt wegen aus Bestimmung. Es ist deine Bestimmung, dass du das alles durchmachen musst. Alles geschieht nach Gottes Plan. Und Gott ist gerade dabei, in deinem Leben wieder aktiv zu werden, dich zum Aufwachen zu bringen, dir kleine positive Bereicherungen zu geben, Geschenke zu geben, ja, Fortschritte zu zeigen, Türen zu öffnen, damit du ein bisschen motivierter bist. Damit auch durch diese ganze weltweite Situation, die wir gerade haben, wir alle etwas in der Krise gesteckt sind, ja, oder gesteckt worden sind. Und wir aber gucken müssen, wie wir da rauskommen. Und darum ist es wichtig, dass ihr euch nicht hängen lasst, dass ihr immer an euch glaubt, egal wie schwer eine Situation ist, egal ob man euch verachtet, egal ob man euch was Schlechtes wünscht, ja, egal ob man euch irgendwie was Böses zutut, egal ob man euch negative Unterstellungen macht, es ist egal, was von außen an negative Energie kommt, bleibe dir selber treu, mache die Mauer hoch und weise diese Energie, diese negative Energie zurück an den Empfänger, schicke alles zurück an den Empfänger. Immer und immer wieder zurück an den Empfänger und verzeihe diesen Menschen, der dir irgendwas Schlechtes getan hat oder gesagt hat oder gewollt hat oder wie auch immer. Ja, das, die Nachricht heute ist wirklich, bitte die Engel um Hilfe, wo du alleine nicht weiterhelfen kannst. Ja, bitte um Vergebung für dich und für andere, damit du dich befreien kannst, damit du dich emotional entfesseln kannst, damit du spirituell und persönlich dich weiterentwickeln kannst, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es für richtig hältst. Viele von euch haben echt angefangen. Du musst der Phönix sein, der aus der Asche immer wieder aufwächst. Ja, sei die Königin, der König deiner eigenen Lebensgeschichte. Halte dir den Spiegel vor Augen. Es ist ganz wichtig, dass du eine gute Allianz mit dir selber hast. Ja, dass du deine Visionen öffnest. Dass du deine Spiritualität wirklich nach vorne treibst, dass du an das glaubst, wer du bist und was du denkst. Ja, dass du den Neubeginn, den neuen Zyklus wirklich akzeptierst. Gebe nicht auf, werde aktiv in deinem Leben. Ja, du hast die Kraft, du hast die Power, du hast das Wissen, du musst es nur wieder rausholen. Du musst nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen, um diesen Staub aufzuwuseln, damit das, was in dir steckt, deine Gabe, ja, wirklich wieder nach vorne getrieben wird. Sei etwas geduldig, mache nicht alles hastig. Sei wirklich ganz ruhig und konzentriert mit dir selber. Achte dich selber, respektiere dich selber, habe eine gute Verbindung mit dir selber. Fang an zu beten, fang an positive Affirmationen zu machen, fang an das zu glauben, was für dich wichtig ist. Ja, sehe auch mal das Positive, auch die Fortschritte, die du schon gemacht hast, die du schon am Machen bist. So kleine Veränderungen in deinem Leben, ja, nehme sie dankbar an und erfreue dich daran. Vergebe und gleichzeitig erfreue dich an dem, wen du bist, an die Person, zu der du wachsen wirst, ja, und alles das, was du schon bekommen hast. Und sei immer auch dankbar. Bereite dich vor auf das neue Leben, was dir bevorsteht. Dich erwarten so wundervolle Dinge, du musst nur deine Vision öffnen, du musst nur neue Ziele finden, du musst deine Wünsche, die dir in dir schlummern, wirklich raushauen und leben. Du bist gerade in einer Phase der Transformation, des Neubeginnes. Ja, aber du musst jeden Schritt, den du machst, wirklich überdenken und mit Geduld angehen. Mache nicht 10 Schritte auf einmal. Gehe lieber erst einen Schritt zurück, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja, Step by Step, nur so kommst du nach vorne. Wundervoll. Also diese Nachricht, die heute für dich ist, ja, diese Vergebung, der Schutz der Engel, wirklich zu reflektionieren, nicht so unfair zu sein, nicht zu dir und zum anderen, wirklich mehr in die Kommunikation zu gehen, ja, falsche Freunde, falsche Situationen, falsche Denk- und Glaubensmuster, Lügen, alles das, was dir schadet, was von außen kommt oder was du auch manchmal selber mit dir machst, ja, was du dir auch selber antust manchmal, um dir unbewusst zu schaden, lass es raus. Gehe wirklich offen mit freien Herzen und Zuversicht und Mut in diese Vergebung rein. Ja, sei der Phönix aus der Asche, öffne deine Vision, erfülle dir deine Wünsche, deine Träume und akzeptiere die Transformation und vergebe allem, den du vergeben musst, bewusst und unbewusst. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke, dass ich dir diese Botschaft wieder heute mit auf den Weg geben durfte. Danke für deine Likes. Danke, dass du mein Glöckchen bei YouTube drückst. Danke, dass du meinen Kanal abonnierst, dass du dir meine Message immer wieder anhörst. Danke, dass du auch Alaina Tarot weiterempfiehlst, damit viele Leute gerade in dieser weltweiten Situation auch diese Solidarität spüren. Ja, dieses nicht alleine zu sein. Dass wir uns mit Worten viel mehr helfen können wie mit anderen Dingen. Worte der Liebe, des Mitgefühls, ja, des Verständnisses, des Zusammenhalts, der Zugehörigkeit. Ja, der Solidarität sind in der heutigen Zeit extrem wichtig. Also teile alles, so gut es geht.
Ich danke dir und ich freue mich, dich morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis morgen. Bye.